Herzlich willkommen bei Schramme, der Talk aus der historischen Straßenbahn in Celle. Hat ja irgendwie was mit Trüller zu tun und garantiert kriege ich immer die Kurve auch zu Harry Trüller. Und wir haben heute das Thema Gefängnis und Knast. Wie ist das so? Und selbst Harry Trüller hatte damit was zu tun, nämlich als junger Mensch musste er die schweren Kommissbrote für das Gefängnis in Celle backen und auch ausliefern. Das waren ganz schöne Kavenzmänner. 210 Brote, a 3 Kilogramm, musste er spät nachts backen und dann morgens ausliefern. Thema Gefängnis, darum geht es heute auch. Neben mir sitzt Oliver Schmidt. Ja. Wir haben schon gesprochen hier in Schramme der Talk und viel erfahren über deine Zeit im US-Knast und dann über die Zeit hier. Und wir haben gesagt, das ist so interessant und hier in Celle gibt es das Schwarze Kreuz. Deswegen herzlich willkommen heute auch Ute Passage. Ja, danke. Ich freue mich. Frau Passage, Sie sind beim Schwarzen Kreuz, arbeiten für das Schwarze Kreuz, sind quasi Nachbarin hier zur Schramme, also zwei Straßen weiter in der Jägerstraße ist das Büro. Und viele haben noch nie was gehört, was ist eigentlich Schwarzes Kreuz. Darüber werden wir heute ein bisschen mehr erfahren. Und ich finde das interessant, dass Oliver Schmidt Sie heute auch dazu interviewen wird, der ja im Grunde in USA und Deutschland schon einiges kennengelernt hat, das von Ihnen gesehen hat. Aber zu Ihnen erstmal. Sie sind gelernte Dolmetscherin und Journalistin, haben sogar Lieder geschrieben für einen Kirchentag. Also sehr vielfältig und jetzt sind Sie hier beim Schwarzen Kreuz. Wie lange sind Sie schon da und was machen Sie eigentlich beim Schwarzen Kreuz? Ja, so ein gutes Jahrzehnt, 11 Jahre ungefähr. Ja, ich bin zum Schwarzen Kreuz gekommen, weil ich das ein unheimlich spannendes Thema fand, Straffertigenhilfe. Also was völlig anderes. Hm. Ne, also das ist ja so eine Welt im Gefängnis, mit der hat man ja nichts zu tun. Ja. Also im Gegenteil, ne? Also, man wird ja noch so erzogen, ne? Also bleib fern, pass auf, dass du nie was damit zu tun hast. Und das ist so eine völlig fremde Welt. Und als ich dann gehört habe, dass hier eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit frei ist, dass da jemand gesucht wird, also habe ich mich beworben. Und das hat dann auch geklappt. Ich war dann die erste Zeit für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bin jetzt so seit 3 Jahren ungefähr auch für die Begleitung der Gefangenen und der Ehrenamtlichen zuständig, vor allen Dingen so im Bereich Briefkontakte. Wie viele Personen werden da übers Jahr ungefähr kontaktiert oder haben Kontakt zum Schwarzen Kreuz, kann man das sagen? Gefangene, meinst du jetzt? Genau. Oh, das ist schwierig zu sagen. Wir haben zum einen eine Anlaufstelle hier vor Ort, die ins Gefängnis geht, die da also ganz regelmäßig arbeitet. Dann haben wir Ehrenamtliche, die zum Teil in die Gefängnisse gehen, in die verschiedenen in Deutschland. Das kann ich jetzt aber so nicht sagen, wie viele Kontakte die da immer haben. Die führen da halt verschiedene Veranstaltungen durch, die machen Besuche. Mhm. Zu Corona-Zeiten ist das jetzt natürlich alles ziemlich stark abgeflaut gewesen. Da hat man versucht, auf andere Art und Weise Kontakt zu halten. Wie vielleicht über Telefonate, über Briefe, über Postkartenaktionen zum Beispiel. Ein Arbeitskreis hat aber so kleine Schokoladen-Nikoläuse zum Beispiel verschenkt und dann da in die Gefängnisse gegeben, ins Gefängnis gegeben. Ja, so auf diese Art und Weise. Aber für Kontakte, das hier sind, also das ist. Sind Sie bundesweit tätig? Ja. Also nicht so wie die Justizbehörden, die ja nur Ländersache sind, sind Sie komplett bundesweit. Also es gibt nicht für jedes Bundesland ein eigenes Schwarzes Kreuz, sondern. Sie machen es für die ganze Bundesrepublik? Ja, also wir haben hier unsere Geschäftsstelle mit Hauptamtlichen. Dann haben wir Ehrenamtliche, die so uns ganz Deutschland verteilt sind. Und zwar da, wo sie halt tätig sind. Also ganz viele mit Briefkontakten auch. Klar, und das ist ja wunderbar, weil ein Briefkontakt kann jeder führen. Da können sie in Spiekeroog auch wohnen, da können sie irgendwo JWD wohnen. Sie können immer noch einen Briefkontakt führen mit einem Menschen im Gefängnis. Ja, da muss ich sagen, das war auch so eine Sache, die ich im Gefängnis erlebt habe in den USA. Es gibt in den USA, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gibt, Sie wissen es sicher, so Seiten, wo man sich halt als Gefangener quasi registrieren kann. So eine Art Facebook für Gefangene, wo man sich halt darauf registrieren kann, wenn man diese Briefkontakte oder dann auch noch mehr sucht. In den USA wurde es leider viel ausgenutzt. Mhm. Gibt es sowas hier in Deutschland auch? Dass Leute, wenn Leute das jetzt sehen und sagen, Mensch, das ist ja eine gute Idee, ich möchte vielleicht auch sowas machen. Oder geht das dann über Sie, dass Sie diese Kontakte vermitteln? Beides. Also es gibt ja die Organisation Jailman, die vermittelt
Briefkontakte zu Gefangenen. Soweit ich weiß, muss ich sagen, ich weiß das nicht hundertprozentig, vermittelt sie aber nur und begleitet oder berät so nicht weiter. Sondern man kann sich dahin wenden, man kriegt einen Kontakt. Ich glaube, kann man sich, glaube ich, auch aussuchen. Oder, also ich weiß es jetzt nicht genau, wie die Vermittlung da zustande kommt. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Bei uns muss man sich erstmal zum Beispiel als Ehrenamtlicher bewerben. Das ist auch nicht so ganz easy. Also ganz viele melden sich dann so bei mir und sagen, ja, rücken Sie mal eine Adresse raus. Also ich will jetzt mal im Gefangenen schreiben. Genau. Ja, genau. Und dann sage ich, ja, sehr schön. Wir schicken Ihnen ein Informationsmaterial zu. Bitte arbeiten Sie das mal durch. Dann schreiben Sie mal so eine Bewerbung. Dann telefonieren wir. Und dann machen Sie bitte noch einen Online-Kurs mit. Ja. Erfahren Sie so einiges über Lebensweltgefängnis. Ich wollte doch nur einen Briefkontakt. Ich wollte einfach nur ein paar Briefe schreiben. Aber damit ist es ja nicht getan. Und darum gehen auch also viele Briefkontakte wieder auseinander, wenn das nicht der Fall ist, was ich mir von Gefangenen habe sagen lassen, weil halt das Hintergrundwissen fehlt. Und das kann total in die Hose gehen, ne? Wenn sie mal einem Gefangenen sagen, ach, ich tu dir mal was Gutes, ich schicke mal einen 10-Euro-Schein mit oder 50-Euro-Schein oder so. Ach, verboten, wusste ich gar nicht. Ja, okay. Also so. das wäre jetzt meine Frage. Warum machen Sie da so einen, ich nenne es jetzt mal, restriktiven Auswahlprozess? Haben Sie da schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, dass jetzt die Leute dann halt versuchen, Geld oder dass sie einen Kuchen schicken mit der Pfeile drin, um jetzt mal Klischees zu bedienen? Ja, zum einen, um die Leute ein bisschen kennenzulernen, wer das jetzt so ist. Weil man muss auch sagen, ab und zu gibt es auch Leute, die sind so ein bisschen sensationslüstern. Ja, klar. Na, oh, ich möchte mal einen Mörder schreiben oder so. Ne? Ja. Also ungefähr. Oder Helfersyndrom. Ja, oder ich werde auch so ein bisschen hellhörig, wenn dann jemand sagt, oh, ich gucke aber so gerne Krimis. Ja, ja. So, ne? Okay, ja. Muss man mal sehen. Ja. Also das ist ein bisschen, man muss ein bisschen gucken, was für Motive dahinter stehen. Und das ist auch nicht immer so ganz easy, muss ich sagen. Also Leute, die im Gefängnis sind, sind nicht immer die einfachsten Genossen. Das kann ich Ihnen bestätigen, ja. Ja, also es gibt viele Briefkontakte, die laufen total super. Ja. Also wirklich erstaunlich viele, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber es gibt immer auch mal wieder Leute, die sind ein bisschen schwierig, sag ich mal. Und gerade die haben nicht so viel drauf, die haben nicht so gute Kenntnisse aus verschiedenen Gründen. Die sind vielleicht von Drogen mitgenommen, die denken nicht so schnell, die, das schreiben mir dann die Ehrenamtlichen, ja, die, also ich komme irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin glaube ich nicht der Richtige, ich kriege die nicht so richtig in Gang, die können nicht so richtig reden und so, aber das, die Leute sind dann oft so. Aber das ist ja auch kein Grund, die jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal zu sagen, ja tschüss, also Resozialisierung wird wahrscheinlich schwierig, also lassen wir mal sein, sondern das wollen wir nicht. Und das macht nicht immer Spaß im ursprünglichen Sinne des Wortes, sich mit denen zu schreiben, aber wir wollen eben auch solche Menschen begleiten. Und wir führen einmal im Jahr eine Umfrage durch mit den Leuten, die Briefkontakte führen. Und da finde ich dann immer ganz spannend, solche Leute dann zu befragen. Also die Gefangenen, was sagen sie jetzt zu ihren Briefen? Ja, Gefangene und Ehrenamtliche befragen wir. Und dann, die Gefangenen sind eigentlich immer glücklich mit dem Briefkontakt. Und gerade auch diese Leute, wo dann die Ehrenamtlichen gesagt haben, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so ganz, ich schaffe das nicht so. Und da sagen dann die Gefangenen da, ach nö, alles wunderbar und ich bin so glücklich. Schreibt mir jemand, es betet vielleicht mal jemand für mich. Ich spüre, da ist jemand, der meint es einfach gut mit mir. Und die sind glücklich. Ja. Die sind so glücklich damit. Und da braucht man, muss man dann auch nicht großartig Themen suchen oder tiefgründig irgendwas da Straftaten erörtern, sage ich jetzt mal, oder sonst irgendwie was, sondern die Leute sind froh und glücklich, dass da jemand ist, jenseits der Mauern, der an sie denkt und der sie so ein bisschen mitträgt. Geht das dann auch noch weiter? Weil in Deutschland haben ja, also viele Gefängnisse haben ja Telefone und ein Telefon auf den Zellen. Ja. Geht das dann weiter, dass die dann auch vom Briefkontakt auf den Telefonkontakt gehen? Oder versuchen sie das zu vermeiden? Nee, also wir versuchen es nicht zu vermeiden. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ja. Und es hat sich manchmal auch gezeigt, dass die Briefkontakte einen anderen Charakter dann annehmen. Man wird vielleicht unter Umständen vielleicht ein bisschen oberflächlicher, man unterhält sich über andere Themen, aber es kann auch das genaue Gegenteil sein. Also mir haben auch da so ein paar Leute gesagt, wir machen es so, wir schreiben zwei Briefe und dann telefonieren wir einmal gründlich und diskutieren alles. Und so. Okay. Also das kann auch ein sehr erfolgreiches Konzept sein, aber das muss dann natürlich auch für beide passen.
Ich habe es ein paar Mal erlebt, dass dann solche Leute, die da also hilfsbereit über Brieffreundschaften oder in den USA war es ja auch E-Mail, was dann möglich war, dass die dann extrem ausgenutzt wurden. Ne? Dass dann halt wirklich irgendwelche Gefangenen, die dann angeschrieben haben, oh, ich kann dir keine E-Mails mehr schreiben, ich habe kein Geld mehr, kannst du mir bitte 50 Euro, 50 Dollar auf mein Konto, dass ich weiter E-Mails schreiben kann oder dich anrufen kann oder ich will mir ein paar Süßigkeiten kaufen und so weiter. Und dann wurde das in so, oder kannst du mir diese Zeitung abonnieren und so. Erleben Sie sowas auch, dass das sowas hier auch passiert? Das ist auch Bestandteil bei uns von der Online-Ausbildung, dass wir da auch sagen, grenzen Sie sich da ab, passen Sie auf. Ne? Also man kann auch, finde ich, so schlecht pauschal sagen, Sie machen Sie sowas nie und nimmer oder so. Ne? Aber im Allgemeinen sagen wir dann auch, passen Sie auf, vielleicht mal eine Briefmarke beilegen. Aber man muss auch gucken. Ach ja, stimmt, das darf man ja in Deutschland. In den USA darf man das Ja, ja nicht. meistens. Also es wird auch weniger, weil das auch mit Drogen dann zusammengebracht werden kann und so. Und ja, man muss ein bisschen gucken, dass man sich da eben abgrenzt. Also es gibt Leute, wenn man denen einmal eine Briefmarke beilegt, wollen sie jetzt, ich sag mal, 3 Briefmarken, 5 Briefmarken, 10 Briefmarken. Aber es, oder sie, ach, dieses oder jenes, kannst du mal das, also muss man gucken. Aber es gibt natürlich auch Leute, Inhaftierte, die das, also die damit wunderbar umgehen können, die auch überhaupt keine Forderungen stellen und so. Ne? Muss man wirklich sagen, das ist immer. Also auch ich habe ja immer mehr mit den etwas problematischeren Fällen zu tun, aber man muss auch sagen, dass die überwiegende Mehrzahl einfach, dass die Leute sich wunderbar verhalten, dass die sich auch anständig verhalten, dass es gute Kontakte sind. Aber mit denen habe ich halt nichts zu tun, weil die laufen glatt. Also mit denen habe ich weniger zu tun. Ja gut, man muss dazu wissen, Briefmarken sind die Währung im Gefängnis. Ne? Der Gefangene darf kein Geld haben und Briefmarken sind die Währung. Sie, wenn Sie irgendwas von wem wollen, zahlen Sie in Briefmarken oder müssen in Briefmarken zahlen. Und das ist halt die Währung da. Das ist schon klar, dass das dann ist. Ne? Ich kenne es in den USA selber. Mich haben auch Leute an, also wirklich, ohne dass ich dann inseriert habe, dass ich Kontakte haben will, habe ich halt Briefe gekriegt von Leuten, auch aus den USA. Und da war es dann halt auch so, die haben dann halt, damit ich ihnen zurückschreiben konnte, haben die dann eine große Briefmarke genommen, die große Briefmarke aufgeklebt und von hinten klebte dann auf der Rückseite eine kleine, damit ich ihnen zurückschreiben konnte und solche Sachen. Das ist mir halt auch passiert. Aber ja klar, dann wenn Sie, aber es ist ja gut, dass Sie das schulen, dass Sie da vorab die Leute warnen, dass die hier nicht ausgenutzt werden. Es geht hier nicht so stark in Deutschland wie in den USA. Es ist ja limitiert, was Sie einem Gefangenen an Geld jährlich geben dürfen. Na, in den USA ist das nicht limitiert. Da können Sie jede Woche dem 300 Dollar überweisen, wenn Sie wollen. Und das ist hier halt nicht. Und dann, was mir auch noch so aufgefallen ist, was ich weiß nicht, jetzt schlimm gefunden ist, glaube ich, der falsche Aufdruck, aber was mir immer sauer aufgestoßen ist, ist so, dass das Ausnutzen von Leuten wie Ihnen oder Ihrer Organisation bei uns in den USA, für mich das schlimmste Beispiel war immer Ramadan. Ich habe Ramadan gehasst wie die Pest. Es hat nichts damit zu tun, dass dieses Fest Ramadan ist, sondern es war dann halt so, das waren dann, sagen wir mal, 200 Moslems von 1300 Leuten, was vom Prozentsatz schon mal sehr hoch ist. Und für die wurden dann halt immer besondere Dinge gemacht. Die konnten besonderes Essen bestellen oder Juden konnten immer besonderes Essen bestellen und so. Und dann sind halt sehr viele Leute zu diesen Religionen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, konvertiert, um das halt auszunutzen, um halt diese Sonderbehandlungen zu kriegen. Oder ich habe es hier auch in Uelzen im Gefängnis erlebt. Da war ich ja um Weihnachten rum, habe ich ja gesagt. Und dann gab es halt den Gottesdienst, wo viele ehrenamtliche Helfer da waren, wo Weihnachtsgeschenke verteilt wurden. Ich habe es vorher war halt jeden Sonntag Kirche, da sind vielleicht 10 Leute hingegangen von 60 oder 70 im Hafthaus. Und dann kann ich mir erinnern, den einen Sonntagmorgen habe ich länger geschlafen, komme aus meiner Zelle raus, gehe auf diesen eine Stunde Hofgang da und wundere mich, dass ich fast alleine bin. Und da frage ich so, was denn hier los? Ja, ist Kirche. Und dann kamen sie halt alle hinterher an mit ihren Keksen da drinne. Und haben Sie da auch irgendwie so Erfahrungen, wie da so der Prozentsatz ist, ob bei wie vielen Leuten wirklich ihre Ansprachen fruchten und wie viele versuchen, sich da einen persönlichen Vorteil daraus zu schaffen? Was für Ja, Ansprachen? also dass sie halt versuchen, durch Kontakte die Resozialisierung zu fördern, dass sie halt versuchen, den Leuten irgendwie, ich sag mal, es gibt ihnen ja auch Halt, ne? Wenn jemand dann so regelmäßig Briefe kriegt und dann auch die Verantwortung hat, die zu beantworten zu müssen, weil sonst gibt es keinen neuen, wenn ich nicht beantworte, da versuche ich ja den Leuten eine Struktur zu geben und ihnen in der Resozialisierung zu helfen. Also wie das so ist, wie viele von den Leuten, die dann halt, ist ja eine normale Kirche, bei dir ist ja genau das Gleiche. Weihnachten ist Tauchgottesdienst, weil alle auftauchen, die in der Gemeinde sind. Ne? Und das ist ja da genau das Gleiche. Und sehen Sie das, können wir es auch so drehen, sehen Sie das stärker als in der normalen Kirche oder ist das das gleiche Phänomen?
Also was die Gottesdienste jetzt anbelangt, das ist ja mehr Aufgabe der Gefängnisseelsorge. Damit haben wir jetzt so nichts zu tun. Wenn es eine Gefängnisseelsorge gibt, wenn die nicht von extern kommt. Also Uelzen kam von extern. Das waren externe. Und okay, aber wenn Sie also da nicht so, Sie sind nicht da so involviert. Okay, wobei ich das jetzt so spontan jetzt eigentlich auch nicht so schlimm finde. Weil ich finde, also irgendwas muss ja auch so ein Erstimpuls da sein, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Ja. Und wenn ich in meinem Haftraum rauche und bleibe, dann habe ich den ja eigentlich auch nicht in dem Sinne. Ja. Aber vielleicht, wenn ich mal dann in die Kirche gehe und da mal so eine Andacht mitmache und auch wenn ich da Kekse hinterkriege, ist ja eigentlich auch schön, wenn ich mich willkommen fühle. Ja. Also wir fühlen. Das ist ja meine Frage. Wie hoch schätzen Sie den Prozentsatz der Leute, bei denen das fruchtet? Das ist ja so meine Frage. Also das kann ich überhaupt nicht sagen, ich jetzt noch nicht. Ja. Also mir fällt da jetzt gerade unsere Weihnachtspaketaktion ein. Ja. Wir kooperieren mit einigen Gefängnisseelsorgern und Justizvollzugsanstalten. Mhm. Die uns um Weihnachtspakete bitten, die dann Spenderinnen und Spender packen und in die JVA schicken. Mhm. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, haben die das verdient? Ne? Haben die Pakete verdient? Und wir kontrollieren ja auch nicht, also wie ist es jetzt die Vorleistung? Sind ihre Sozialisierungsaussichten gut? Haben sie irgendwelche... Wird nicht bewertet. Nee, also überhaupt nicht. Weil wir da auch sagen, findet kein Abgleich mit dem Gefängnispsychologen statt. Genau. Genau, weil das ja ein Geschenk sein soll. Ja. Also manchmal werden wir das auch gefragt, ja, die Gefangenen haben das doch gar nicht verdient. Mhm. Sagen wir, ja, das ist ein Geschenk. Habe ich ein Geschenk verdient? Ja. Dann ist es ja kein Geschenk mehr. Ja. Dann ist es ja irgendwo eine Bezahlung. Ja, okay. Ja. Und wir kriegen dann immer so Dankeschreiben, dann so auch von einigen Gefangenen. Und das ist so schön. Ja, okay. Also ein Gefangener zum Beispiel, der schrieb mal irgendwann, oh, das war mein erstes Geschenk seit 16 Jahren. Und dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, unser eins, ne? Was das dann auch bedeutet für sich so jemanden. Oder dann einfach so da mal so, ach einfach, das sind ja keine großen Sachen. Ne? Ja, das ist dann, was weiß ich, das ist dann ein bisschen Schokolade, das Packung Kaffee oder sonst irgendwie was. Ne? Aber 16 Jahre ist ja in Deutschland schon eine ganze extrem, lange Zeit, ne? 15 Jahre ist die Höchststrafe. Aber dann einfach sowas, darüber gibt es eine Sicherheitsverwahrung oder besondere Schwere. Ja. Da können sich die Leute in Rad abfreuen. Ja, okay, und das ist auch so schön, wie mal... Das erzählte mir mal eine Frau, die da immer regelmäßig mitmacht bei der Weihnachtspaketaktion, die wurde mal gefragt, ja, warum machst du denn sowas? Und sie hatte dann gesagt, dass sie demjenigen gesagt, ja, wo freut sich noch heute jemand so richtig über eine Salami? Hm? Ja, aber im Gefängnis. Ne? Ja, mal was anderes, was richtig Schönes. Und das erzählen uns ja auch auf die Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger, dass das für die echt ein total das Event ist und dass sich die Atmosphäre dann auch ganz verändert im Gefängnis für die Zeit. Dass die Arbeit dann auch erleichtert wird für die Sie haben ja jetzt ihre Leute im Gefängnis. Und haben Sie da Kontakt zum Beispiel, dass Freigänger auch kommen oder so irgendwelche Fragen stellen? Die Frage ist ja auch, irgendwann endet die Gefängniszeit. Ja, also... Wie geht es dann weiter? Ja. Bleibt der Kontakt dann oder bricht er dann ab? Meinen Sie jetzt so mit Briefkontakten und so oder hier jetzt in Zelle unsere Anlaufstelle? Ja, also bei den Briefkontakten, da ist das so, dass sie häufig abbrechen mit der Entlassung oder auch mit der Verlegung oder so. Also immer, wenn ein echt heftiger Stressfaktor ist. Ja. Ne, so habe ich den Eindruck im Leben eines Gefangenen. Und gerade so die Entlassung, die ist ja wirklich Stressfaktor hoch 3. Ne? Also die Leute, was ich so mitkriege, freuen sich wie sonst was da drauf, aber es ist auch wahnsinnig angstbesetzt. Nämlich dieser Gedanke so, Mensch, ne, kriege ich das hin? Ne, kriege ich Kontakte, kriege ich eine Wohnung, kriege ich eine Arbeitsstelle. Ne? Das ist ja, und da kann so viel schief gehen. Und wenn ich schon überlegt habe, ne, wenn ich eine Arbeit suche und wenn ich eine Wohnung suche, ich kann nicht sagen, dass das easy ist, ne? Ja, klar. Dass ich morgens aufstehe und sage, ach, heute Abend habe ich sicher was. Sondern das ist schwierig. Und dann, wenn da jetzt so jemand kommt und der möchte ein ehrliches, neues Leben anfangen, sage ich mal. Ne? Und dann wird er vielleicht gefragt, ja, wer sind Sie denn und wo kommen Sie her und was haben Sie die letzten 10 Jahre gemacht? Ja, toll, ne? Ja. Da bleiben Sie mal ehrlich. Das ist, es ist zumindest nicht so ganz einfach. Kommen da Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt dieses Problem, könnt ihr mir dann nochmal helfen vom Schwarzen Kreuz bei diesem Anlauf? Bei der Anlaufstelle? Ja, also jetzt bei diesem Anlauf aus dem Gefängnis raus in das neue Leben. Ja, also sagen wir mal so, wenn das hier in Celle ist, dann können wir durchaus noch helfen. Ja. Dafür haben wir die Anlaufstelle. Hm. Das ist natürlich schwierig, wenn das irgendwo in Klein-Kleckersdorf in Bayern ist, wo wir uns nicht auskennen. Da können wir dann Adressen geben und an eine Anlaufstelle verweisen oder so, an eine professionelle Stelle. Mhm. Da sind auch unsere Ehrenamtlichen eigentlich überfordert. Ja, komm, also auch so ein einzelner Briefkontakt. Ne? Also das ist, wenn jemand mal 2 Stunden pro Woche einen Brief schreibt oder ob sich jemand wirklich intensiv um eine Haftentlassung kümmert. Also da sind die Leute in der Regel überfordert.
Es gibt ja ein paar Leute, die können das auch, aber das interessiert mich wenig. Wie beurteilen Sie das generell, so dieses Verfahren der Haftentlassung hier in Deutschland? Also es, ist ja, es gibt ja diese Vorschrift, ich muss, ich glaube, 1.800 Euro oder sowas ansparen, die ich da als, als mein Übergangsgeld mit rausnehmen darf. Ja, lange, und dann, lange, ne? Ja, das ja, ist, also das ist bestimmt, also man verdient im Gefängnis, wenn man, je nachdem, die meisten Arbeiten sind ja im Akkord, man verdient so zwischen 250 und 300 Euro im Monat und muss dann halt über seine Zeit da, ich meine, 1.800 Euro Übergangsgeld ansparen und kriegt nur einen gewissen Teil ausgezahlt. Deswegen freuen sich die Leute ja auch so über Geschenke, weil ja am Anfang hat man 60, 70 Euro im Monat. Der Rest geht für andere Sachen drauf. Ja. Und dann werden die ja quasi mit dem Geld einfach, wir haben es jetzt gelinde gesagt, vor die Tür gesetzt. Ne? Das ist ja wirklich, hier hast du dein Geld, hier hast du deine Entlassungspapiere. Ja, dann sehen wir zu, wie du hier wegkommst. Ja, oder so. Also es läuft wohl sehr unterschiedlich gut, was ich immer so mitkriege. Aber da möchte ich auch kein Urteil erlauben, weil ich das immer alles nur so aus zweiter bis dritter Hand höre. Also das, aber also die Erfahrung ist immer so unterschiedlich. Also manche, also was ich höre, ich weiß ja immer auch nicht so, was da dran ist. Also hier in Celle, da bemühen wir uns auch gut zu begleiten, von der Anlaufstelle her und mit den Leuten, die wir auch da so ein bisschen begleiten, auch, dass sie natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit der JVA, das klappt da auch sehr gut, die, dass da die man da so ineinander greift so ein bisschen. Dass da halt die Leute eine Arbeitsstelle kriegen, dass sie eine Wohnung kriegen und so weiter und so fort. Ja, aber was ich so höre, aber wirklich immer nur hören sagen, ist das unterschiedlich. Manche sagen super, die haben ja ganz toll geholfen und so. Andere behaupten zumindest, da lief gar nichts, was sicher auch mit persönlichen Schwierigkeiten zum Teil begründet ist. Da muss ja die Chemie dann auch gerne stimmen, also zwischen den Leuten, die helfen und denen da geholfen wird. Wird aus Celle hier viel entlassen? Weil Celle ist ja eine höhere Sicherheitsstufe. Werden die Leute nicht normal erst in eine niedrigere Sicherheitsstufe verlegt? Also ich habe es in Uelzen erlebt, dass viele Leute... Ja, es gibt ja auch keinen offenen Vollzug. Ja, genau, okay. Also die Entlassungen kommen dann mal... Also es ist wahrscheinlich eher Leute, die hier aus der Gegend kommen, die bei Ihnen landen. Ja, die Lockerungen haben und vielleicht noch dann in andere Voranen kommen okay, und dann für, ja, die, okay, genau. für den offenen Vollzug ja, oder so. Genau, okay. Das, ja. Es gibt so ein Motto, das heißt, wir fangen an, wo die Krimis aufhören. Ja. Und Montagabend guckt man oder Sonntagabends guckt man vielleicht Tatort und so weiter und macht sich gar nicht so klar, eben Grunde, ja, wie ist es tatsächlich dann, wenn man dann im Knast ist. Und das Motto vom Schwarzen Kreuz, habe ich gelesen, heißt Nächstenliebe befreit. Wie kann man sich das vorstellen? Wozu befreit Nächstenliebe davon? Man ist ja dann im Grunde eben noch nicht aus dem Knast raus, aber sind das die Kontakte zum Beispiel, die eine neue Perspektive bringen auch? Gibt es da Berichte von Leuten, die sagen, das hat auch noch später nochmal eine Bedeutung gehabt, der hat mir vielleicht einen Job vermittelt auch oder eine Wohnung? Gibt es da so Leute, die sagen, ja, ich glaube, was man immer so unterschätzt, das ist, also jetzt als Außenstehender, damit Gefängnis nichts am Hut hat, was ich früher auch völlig unterschätzt habe, das ist die Schwierigkeiten so bei der Entlassung, die Leute haben. Oder die Schwierigkeiten, einfach wieder Fuß zu fassen. Man denkt sich ja so unsereins, ja, wir müssen einfach nur wieder ehrlich sein, ne? Und dann einfach nur anständig arbeiten und dann läuft das schon alles. Aber so diese ganzen Vorurteile, mit denen die Leute zu kämpfen haben, das ist wahnsinnig schwer. Und wie soll man sich resozialisieren, wenn man keine Kontakte hat, wenn man immer auch so vor ist? Das geht auch gar nicht. Resozialisierung hat ja immer mehrere Seiten. Das hängt ja nicht nur von dem Inhaftierten ab. Es hängt auch nicht nur von den offiziellen Stellen ab, von den Profis im Gefängnis, sondern das hängt ja von jedem einzelnen Mitbürger und jeder einzelnen Mitbürgerin ab. Ja. Und es ist aber, man muss ja auch nicht jeden Gefangenen gleich so lieben, dass man ihn küsst und in den Arm nimmt. Mhm. Aber einfach so eben Nächstenliebe entgegenzubringen. Einfach so, Mensch, du bist mein Mitmensch. Mhm. Und ich möchte dir dieselben Chancen geben, wie ich die anderen Mitmenschen auch gebe. Das macht so viel aus, ob man auf einen Menschen offen zugeht, ob man einfach mit einem Lächeln auf einen Menschen zugeht oder nicht. Also mir war so, der Gang fällt mir gerade ein, da irgendwas war da in der JVA, warum war ich? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich da irgendwie so einen Gefangenen gesehen bei irgendeiner Gelegenheit. Der guckte nur so rüber von irgendwie aus irgendeiner Werkstatt. Und ich habe den so gesehen und so, hallo, nur so, also einfach mal zugewunken. Ne? Und der war gerade so im Schock und dann hat er sowas von gestrahlt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also dem, der hat wahrscheinlich, wann hat er den das letzte Mal jemand angeguckt? Ja. Ne? Der jetzt innerhalb der, außerhalb der Gefängnismauer, der da gerade mal war auf Besuch oder sonst irgendwie was. Und das kann man, und das ist halt wichtig, auf Leute mit Nächstenliebe zuzugehen. Ja. Und das kann dann auch befreien. Also das haben wir dann, also natürlich in einem übertragenen Sinne. Ja.
Das hören wir manchmal, wenn wir so Projekte in der JVA durchführen. Da gibt es manchmal so Begegnungsprojekte, wo Inhaftierte und Leute von draußen irgendwie was zusammen machen, sich austauschen, kleine Spiele und so, ne? Wo die Gefangenen dann manchmal erstmal so misstrauisch angucken und dann, wer kommt hier so und wie läuft das hier jetzt ab? Und dann aber, wenn man so ein paar Stunden zusammen verbracht hat, ne, denn also beide Seiten sind auf einmal völlig entspannt, weil die Ehrenamtlichen, die noch nie einen Gefangenen gesehen haben, die haben natürlich auch diese Krimi-Bilder und was weiß ich alles vor Augen. Und dann am Abend, also dann sind so überall die Schranken gefallen, dann sind die Leute wirklich aufeinander zugegangen, haben dann auch natürlich toll die Erlebnisse, also weil bei beiden so diese neuen Erfahrungen dann kommen. Und dann hören wir auch ganz häufig, Mensch, also hat man ja gar nicht gemerkt, dass wir im Gefängnis waren, dass das auch die Gefangenen sagen. Und das ist auch so eine Ebene, auf der Nächstenliebe befreien kann Da dann. Gibt es ja auch viele Beispiele für. Ne? Es gibt ja dieses berühmte Fußballteam aus Santa Fe. Ne? Die haben ja eine Fußballmannschaft, die irgendwie in der Regionalliga in Hamburg spielt. Sie können nie aufsteigen, weil sie zu den Auswärtsspielen nie antreten dürfen. Alle Spiele sind Heimspiele. Ne? Also sie können nur die Heimspiele spielen. Aber da hört man das ja auch von den Leuten, also von den anderen Teams, die da hinfahren, gehört man genau das, was Sie gerade sagen. Ich habe das Gleiche aus Uelzen gehört. Ich kenne ein paar Leute privat aus Uelzen. Die sind halt in Sportvereinen in Uelzen. Und die haben gesagt, wir haben früher Fußballturniere da im Gefängnis gehabt. Oder Tischtennisturniere oder sonst was. Da hat also das Gefängnis hat dann da auch schon immer mitgemacht. Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Genau das bestätigen diese Leute. Also das ist genau das Gleiche, was man von denen dann hört. Und ich muss auch sagen, das klingt jetzt immer so ein bisschen ironisch bis zynisch, aber ich finde auch so für unser eins, wenn wir mal so Nachmittag im Gefängnis verbringen, was natürlich jetzt selten der Fall ist, ne, aber zum Beispiel bei mir, wenn ich da so im Gesprächskreis bin oder eben bei irgendwie so einem Gefängnisprojekt, ja, was wir da haben, ist es auch so schön, so auf Leute zuzugehen. Und auch, man kann ja nichts machen, ne? Also ich kann nicht sagen, oh, ich rufe jetzt mal den an, Handy ist abgegeben, es kann mich keiner stören, es kann mich keiner irgendwo rausholen, ich kann nirgendwo hin. Ich bin jetzt da und ich bin da, ob ich will oder nicht. Ich bin für eine Stunde da. Und dadurch ist es auch eine ganz andere Präsenz, mit der alle da zusammen sind. Das ist was Besonderes. Und das merkt man auch so bei uns im Gesprächskreis. Wir freuen uns total aufeinander. Und wir sind jetzt wirklich die Zeit, die wir hier sind, die 1, 2 Stunden, ungestört und können uns wirklich miteinander beschäftigen, können einander wirklich zuhören, weil eben nichts ablenkt, weil nichts anderes wartet. Und das sind auch Erlebnisse und Erfahrungen, die sind gar nicht mehr so häufig heute, muss ich ehrlich sagen. Weil man ja doch immer irgendwie abgelenkt ist, häufig auch gesprungen und noch was zwischenschieben oder sonst irgendwie. Das geht Das nicht, geht wenn ja man nicht, so genau. 1, 2 Stunden Sie gehen einmal zusammen im durch die Gefängnis hat. Sicherheitsschleuse rein und dann sind Sie drin. Ja, genau. Man nähert sich dem so langsam. Hier sind so 16, 17, 18 Türen und Schlösser und dann geht man wieder raus. Ist und von das der ist so anderen ein Seite richtiger, genau, ist von der ja, anderen das Seite ist wie so ein genauso. Ritual irgendwo auch, so ein Übergang so, ne? Ja, der Übergang vielleicht nochmal. Es gibt so ein Projekt Brückenbau. Ist das auch so ein Übergang? Was muss man sich darunter Ja, vorstellen? das ist bei uns die Anlaufstelle, die hier in Celle tätig ist. Ja. Was macht die Anlaufstelle? Wie komme ich in die Kontakte oder? Ja, an die können sich Gefangene, insbesondere aus der JVA, hier wenden. Da wird versucht, also meine Kolleginnen und Kollegen versuchen da, also führen Sprechstunden durch mit den Gefangenen. Sie versuchen zu helfen. Wir führen Veranstaltungen durch, also dieser Gesprächskreis im Gefängnis, eine Veranstaltung von der Anlaufstelle. Dann haben wir das sogenannte Kreativcafé, wo, ja, wie der Name schon sagt, es wird zum Teil Kaffee getrunken, also es gibt so einen Gesprächsaustauschteil, dann aber einen kreativen Teil, wo einfach wichtig ist, dass man zusammen Dinge macht, schöne Dinge macht, wo man auch was lernt, was bei den Gefangenen so ein bisschen die Kompetenzen entwickelt, draußen zurechtzukommen wieder. Also das kann mal eine Smartphone-Fortbildung sein zum Beispiel, das kann mal sein Insektenhotels basteln, kann auch am einfachen Waldspaziergang sein, sowas in der Art. Und wo man sich einfach austauscht und sich unterhält. Also es geht nie so zu, dass man sagt, oh, wir können jetzt nicht mehr reden, sondern so das Miteinander ist da auch immer das Wichtige. Und das Schöne dabei ist, dass einerseits die Gefangenen so eine Möglichkeit haben, auch aus dem Gefängnis und dem Umgangston im Gefängnis rauszukommen irgendwie. Bürgert sich ja doch immer was ein, also jetzt gar nicht mal grob oder was weiß ich, aber man geht halt immer mit denselben Leuten um. Und da bei uns, da hat man jetzt die Möglichkeit, mit draußen, Leuten von draußen umzugehen, mit Ehrenamtlichen. Manchmal sind auch Leute dabei, wie zum Beispiel bei so einem Smartphone-Kurs, die das einfach so interessiert, die gar nicht so viel mit uns zu tun haben. Und da kann man einfach mal wieder den Umgang miteinander so ein bisschen lernen. Bei einer Tasse Kaffee und dann jemand erzählt was über Smartphone oder einen Erste-Hilfe-Kurs hatten wir da neulich.
Und sowas ist echt eine schöne Sache. Das müssen dann schon Freigänger sein, die dann. Ja, nee, mit Lockerungen zumindest. Ja, ne? Ja, also klar. Also ja. Die zumindest mal eine Zeit lang rausgehen dürfen. Ja, genau, die das dürfen, ja. Genau. Die müssen dann ihre Anträge stellen und dann wird ihnen das genehmigt. Mhm. Ja. Und ja, und auch so, also wir sind immer freiwillig in der Anlaufstelle, also keiner muss mit uns Kontakt haben. Dadurch ergeben sich manchmal auch ein bisschen verschiedene Sichtweisen. Also ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwo was erzählt habe und da war ein ehemaliger Bediensteter aus dem Gefängnis da, der sagte, oh, das ist ja alles viel zu rosig, wie sie das jetzt darstellen oder so. Aber es hängt natürlich damit zusammen, der muss mit jedem Einzelnen seiner Gefangenen was zu tun haben und ist gerade nicht gerade die geliebte Figur im Gefängnis. Und unser Kontakt zu uns ist völlig freiwillig. Und das gibt uns dann auch eine andere Wertigkeit für die Gefangenen, so logischerweise irgendwo, ne? Weil halt unsere Ehrenamtlichen, wenn die nichts zu tun haben wollen mit den Gefangenen, dann sagen die Tschüss. Ja, also morgen bleibe ich zu Hause, ne? Und dadurch geben sich Gefangene vielleicht auch natürlicherweise noch mal ein bisschen mehr, reißen sich noch mal mehr zusammen oder geben sich mehr Mühe oder was weiß ich, um wirklich auch in Kontakt zu bleiben. Ja, der Bedienstete ist halt der den 50-Euro-Schein aus dem Brief einsammeln muss. Ja, genau, völlig. Genau. Also der, und der halt, der die Zelle durchsuchen muss regelmäßig. Ja, genau, das ist. Ja, und mit ihm muss man halt zu tun haben, mit uns muss man nichts zu tun haben. Toll, dass es dieses Angebot gibt vom Schwarzen Kreuz, Nächstenliebe befreit. Ute Passage, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Darf ich noch was ergänzen? Entschuldigung? Ja, natürlich, immer noch. Das liegt mir nämlich doch noch ein bisschen am Herzen, weil wir werden ja häufig gefragt, so, ja, warum setzen Sie sich denn für Täter ein? Ja. Ne? Also, und nicht für Opfer, wie das der Weiße Ring zum Beispiel macht, ne? Und einer sagte mal, wie ich dann so fragte, ja, was war, ich glaube, da ging es um Bußgelder oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls, ja, meine Güte, also man merkte ihm an, nee, also sowas will ich nicht unterstützen. Also dann sollen die noch goldene Wasserhähne kriegen im Gefängnis oder was weiß ich da so, ne? Aber im Grunde ziehen der Weiße Ring und wir genau an einem Strang. Also wir satteln das Pferd sozusagen von der anderen Seite auf, aber gehen in dieselbe Richtung. Weil der Weiße Ring, der kümmert sich um die Opfer, die es hier und heute gibt. Total wichtig, bitte, bitte. Ganz, ganz dringende, wichtige Arbeit. Unser Anliegen ist es, dass wir nicht möchten, dass es in Zukunft weitere Opfer gibt. Wir möchten, dass es nach Möglichkeit, also die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Täterinnen und Täter, dass denen, ja, dass sie keine weiteren Straftaten mehr begehen und dass es also keine weiteren Opfer gibt und dass es kein weiteres Leid gibt. Und insofern ergänzen Organisationen wie der Weiße Ring und das Schwarze Kreuz sich in meinen Augen absolut perfekt. Super Ergänzung. Ja. Ganz keine Konkurrenz, super Ergänzung. Ja. Gute Passage vom Schwarzen Kreuz. Toll, dass es diese Arbeit gibt, diese Straffälligenhilfe. Und ich freue mich natürlich als Zeller, dass Sie hier gleich um die Ecke sind mit Ihrem Büro. Und da war die Gelegenheit doch eine tolle Gelegenheit mit Oliver Schmidt und Ute Passage, dass wir dieses Gespräch führen konnten aus Schramme, der Talk. Und dass wir so offen auch über die Schrammen im Leben berichten konnten. Und ja, wie kann man damit umgehen? Und wir wünschen uns ja tatsächlich, dass es ein gutes Ende am Ende hat auch. Und jeder hat so seine Perspektive eingebracht. Herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank fürs Zugucken bei Schramme, der Talk. Wir werden immer wieder berichten über die Schrammen im Leben und wie Menschen damit umgehen können. Und ja, wir wollen Mut machen. Das ganze Team hier von Schramme, der Talk, die meisten sieht man nicht. Die stehen hinter der Kamera oder machen den Ton oder das Catering oder was auch immer. Und ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch mal an die, die das alles möglich machen, und wir freuen uns, dass wir uns demnächst dann wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.